Grüß euch. Hallihallo. Gut, ich wurde gebeten, auch einmal so ein Testvideo zu machen über neue Fahrzeuge. Und zwar über den He Enyaq Helion 4x4. Ja. Ich sollte ihn auch einmal austesten. Hat es einmal geheißen, weil viele YouTuber das ja auch machen. Gut, dann werden wir einmal schauen, was wir hier modifizieren können. What can we do to it? Zunächst einmal, das ist in meinem Firmengarage, die Panzerung, 30.000, die Bremsen. Ich will jetzt nicht alles machen, Freunde. Da hast du eben, wie gesagt, keine Frontstoßstange. Dann hast du die Ramp, Life is hard when you don't have Stoßstange, anything. Primär, Sekundär, ja. Dann den Q, ja. Anhänger, Primär, Sekundär. Dann den Rammstoßstange hast, Primär, Sekundär. Q-Fänger 2, Primär, Sekundär. No Ja, und dann mercy. hat die diversen noch einmal Q-Hänger im Primär und im Sekundär. Ja, das hat mehr Licht. Ja, dann die Heckstoßstangen. Hast du mal, wie gesagt, diverse Ausführungen, aber das werde ich heute nicht alles kaufen, weil ich wurde ja nur schlicht Making und decisions einfach is stressful. gebeten, ihn aus zu testen. Einmal grundsätzlich muss ich eines dazu sagen. Wenn ihr dieses Auto für Rennen nehmen wollt, vergesst es. Ja, einfach vergessen. Whatever Kotflügel you immer. say. Auch. Ja. Technology and budget permitting. Kühlergrill, ja, das ist das da vorne. Gibt es auch diverse Sachen. Dann die Hupen ist eh ganz klar. Die Lichter auch ganz klar. Design war für vielen wichtig. Ja, eben da hast du eben noch die weißen Streifen, schwarze Streifen. Gut, ich habe jetzt ein schwarzes Auto. Do you need a drink? Atomic, naja, Bubbles schaut or nicht so coffee? schlecht aus. Dann Redwood. Mein Mach 56, dann 69, Globe Ranger, Patriot Pier, Allmacht Zorn, oh, das schaut nicht so schlecht aus. Wie gesagt, ich kann das gerne also. If you can think Weil it, viele YouTuber I can zeigen think das, it. glaube ich, gar nicht mehr so, eigentlich. Ja. Ja. Redwood, Atomic, ah, gefällt mir nicht so. Wie gesagt, schwarze Streifen sieht How man jetzt many nicht, sorry, weil ich times ein does it schwarzes cost Auto habe. you? Weiße Streifen. Alptraum. Oh, das schaut nicht so schlecht aus. Das schaut geil aus. Das schaut, wie gesagt, zum Beweis. Helion 4x4, Anis. Long and hard. Ja. Das schaut nicht einmal so schlecht aus, da. Das aber auch nicht. Das ist einer von schlechten Eltern. Wo wir ja die Figuren gesucht haben, wie die Trotteln. Patriot. Gut, das war das. Schutz ist eh klar. Nummernschild ist auch klar. Life is hard when you can have anything. Das kostet mir eh nix. Lackierung, ja, da. Ich sag, da müsst ihr euch selber eh ganz klar eure Form zusammenstellen. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Über
Körper, der Käfig da drinnen. Ja, dann gibt es wieder diverse Primär und Sekundär. No rush at all. Ja. Da werden wir zuschauen. Da hast du den halben und dann hast du den kompletten. Aber da werden wir den nehmen. Dach eben serienmäßig. Licht hast du. Dann hast du einen Dachdecker und ein Ding. Ja. Oh, wenn wir sie gönnen. Seitenverkleidung ist Geschmackssache, sage ich einmal. Dann die Federung ebenfalls. Getriebe, ja, kann man sich auch. Turbo, eben kann man auch. Die Reifen, ja. Fensterplatten haben wir da auch. Wo du vielleicht geschützt bist gegen die Volltrotteln. Ja. Fenster, eben das auch, das raue Glas. Ja, wo du verdunkelt bist. Ja. Gut, das war's eigentlich. Und jetzt? Um das, was ich gebeten wurde. Wie gesagt, für Standrennen oder für Landrennen oder für diverse Sachen kannst du das Auto vergessen. Ja. Aber ich wurde mal gefragt, was hält das Auto aus im Gelände? Na, dann werden wir mal geschmeidig ins Gelände fahren. Ohne aufgetunt. Weil viele machen ja das ja gar nicht mehr. Die meisten YouTuber machen eigentlich ja nur mehr das, was sie möglich halten. Aber ich wurde mal gebettet, geh, mach einmal ins Fluch, kauf dir das Auto mal kurz. Kannst es eh wieder verkaufen und zeig uns einmal, was das Auto im Gelände aushält. Unter Gelände, meine Freunde, verstehe ich sowas. Unter Gelände verstehe ich einmal sowas. Ja, sowas. Jawohl. Wie die Haltbarkeit ist. Und wie er da rauf fährt. Die Fenster schauen schon mal hin. Gut, das könnte man vielleicht mit den Fensterplatten noch korrigieren. Das ist für mich Geländefahrt. Ja, aber das war noch nicht alles. Und jetzt kommt der Jump. Jawohl. Ich halte es raus, das Auto. Und der nächste. Jawohl, Baby. Das sind Tests für mich. Jawohl, Baby. Das ist ein Test für mich. Ja. Das sind Tests. Und ins nächste Gelände. Gut, dass ich jedes Rennen, jedes Auto nehme für Autorennen, ist mir schon klar. Ja. Und tschüss. Und ah, super. Ja, nächste Gelände. Und gehen wir. Wie kommt da rauf da? Meine Damen und Herren, das ist ein Geländewagen. Also die Fenster sind schon in Arsch. Aber der Gepäcksträger, das sind Geländewagen für mich. Wie kommt da rauf? Jawohl! Und Jump. Ja, wir sind noch nicht vorbei, Leute. Wir sind noch lange nicht vorbei. Das war nur Phase 1. Wow! Yes, Baby! Ja. Das war nur Phase 1. Gut, jetzt bin ich da in den Arsch daheim.
Ah, das Tor geht eh auf. Ah, das war bei Phase 1. Das sind Tests für mich, für einen Geländewagen. Gut, die Fensterscheiben sind schon in Arsch. Wie gesagt, fürs Rennen oder so ist er nicht zu vergessen. Also das. Und geh mal! Jawohl, Baby! Für das ist das Auto geschaffen, Leute. Yes, Baby! Haha! Was glaubst du, als das noch auftunst? Well, vielleicht könnte es noch besser werden. Durch die Fensterplatten. Jawohl, Baby! Und eine ins Wasser. Und ohne eine. Und geh mal. Und jawohl! Ja! Ah! Boah, da schauen schon an. Bei der schaut es aus, naja, okay. Ist normal, ich habe ihn nicht aufgetunt. Aber er fährt noch. Ich habe da die Haftbarkeit. Wie gesagt, wir reden von einem Geländewagen. Wir reden noch immer von einem Geländewagen. Und das ist, sind die Tests für mich. Ich meine, das ist nur harmlos. Ja! Chumba! Chumba! Jawohl! Und wir sind noch ganz. Und wir fahren noch. Wir haben noch keine Raffen. Oder irgendwas. Ja, Baby! Also auf dem Gelände kann man es eventuell gebrauchen. Das Auto. Wie kommen wir da rauf? Ja, Baby! Kann man noch auftunen, kann man noch auftunen, vielleicht wird er dann noch stärker. War gut, dass ich den über... Jawohl! Ist noch ganz das Auto. Ist noch ganz, seht ihr es? Mann, fuhren, das ist schon alles hin, das ist klar, das habe ich jetzt nicht aufgerüstet. Lichter sind natürlich schon alle in Arsch. Das ist klar. Aber ich fahre noch. Baby, das wollte ich jetzt wissen, wenn man stecken bleibt. Gut, das ist doch keine Kunst, nicht? Und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Wie hält er sich auf der Schräglage? Ja, das sind so Tests, was ich mit allen Geländewagen bis jetzt gemacht habe. Aber ich muss ehrlich jetzt einmal sagen, der Enis, Helia und da hält sich eigentlich relativ gut. Okay. Schauen wir mal hintere zum... nach Paletta Bay, da sind in den Bergen auch. So die Bergstrecken. Wie gesagt, für Autorennen und so Schaß ist das Auto nicht. Wir sprechen von einem Geländewagen. Ja. Ich will nicht so weit fahren, ich nehme die Abkürzung und geh mal. Und tschüss bitte mit Rosenwasser, jawohl! Da muss die Post gehen.
mit einem Geländewagen. Gehen wir Vollgas, Leute. So muss es sein bei einem Geländewagen. Vollgas und dann muss die Post da gehen. Und gehen wir. Das sind das. Wum. Und das Auto ist noch ganz. Ja, ich meine, ganz nicht mehr. Aber ich fahre noch. Ja. Das sind das für mich, Leute. Und da geht schon wieder bergauf. Bam. Wir fahren noch alle, weil wir brennen nicht. Wir fahren noch. Ja. Das muss ein Geländewagen bei mir aushalten. Wir reden von einem Geländewagen und kein von einem Supersportwagen oder irgendwas. Wir reden von einem Geländewagen und da geht's noch einmal. Ja. Kommen wir da noch durch? Ja, kommen wir auch noch durch. Ah, jetzt taucht er schon langsam. Jetzt taucht er, das habe ich gemeint, was alles aushält. Jetzt taucht er schon langsam. Und das müsste jetzt dann anwägen. Und da fahren wir noch. Vollgas. Und oben da. Wie gesagt, zum Auto, für Autorennen und für so einen Scheiß ist nicht. Aber so gegen die, wenn's Auto sucht für die BRI, so wie jetzt da, ja, ohne Rücksicht auf Verluste über die Bären, könnt's das Auto nehmen. Ja. Ich habe es jetzt natürlich nicht aufgerüstet. Ja. Aber ihr seht selber, das Auto hält relativ viel aus. Und das sind Tests für mich. Und jetzt gehen wir noch einmal an. Der Preis ist zwar ein bisschen geschmeidig. Und jawohl, volle Post oben da. Und wir stehen noch alle. Weil. Gut, fürs Gelände ist das Auto eine Geschichte. Ihr seht selber, das Auto fährt noch. Also fürs Gelände, ja. Also ihr seht selber, ich fahre noch. Ich hab zwar Tieren und alles Mögliche schon weg. Ihr braucht es gar nicht aufrüsten. Ja. Die paar Sachen, was ich da gemacht habe, und passt schon. Und eine in die Peri. Wie gesagt, fürs Auto, für. Na, wie heißt das jetzt? Für Landrennen und Strandrennen, nein. Aber wenn so Verrückte wie ich zum Beispiel ins Gelände wollen, ja. Das beste Auto. Das beste Auto, aber wie gesagt, für Autorennen gibt es andere. Aber so Leute so wie ich, die was in die Berge rauf wollen, ja, ist geeignet. Gut, das war's, meine Damen und Herren. Das war mir auch mal ein Testvideo von mir. Und einmal gehen wir es noch an. Oh, Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Einmal gehen wir es noch an, dass es mir glaubt. Und da gehen wir voll. Wie gesagt, für so Geländefahrten, ja. Könnt ihr es nehmen? Wie gesagt, macht ein paar Sachen mit den Überrollkörper. Ja. Alter, er fährt es noch immer. Schaut euch das an. Das. So testen wir Autos. So testen wir Autos.
So testen wir, Freunde, Autos. Bei Autorennen kann ich immer fahren. Und sagen, okay, das Auto ist für Autorennen. Aber für Gelände eine Geschichte. Fürs Gelände ist mein Baby. Wie gesagt, wenn es auch so Geländefahrt macht wie ich, gut, das können wir jetzt da vergessen. Ja, mein, jetzt raucht er nicht wieder schon. Ich werde jetzt wieder zurückfahren. Ja, ich will das gleich auch. Ich will sogar auch gleich mal austesten, ob der das nimmt da. Da im Casino. Parkhaus. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wer Geländefahrten liebt, wir werden nicht auf den normalen Weg zum Casino fahren, sondern ja, ihr wisst wie. Oh ja, Baby, und Giacomo. Und da fahren wir auch noch auf. Ja, Baby. Wie gesagt, Licht ist in Arsch. Alter, der schafft es auch noch. Schaut euch das an. Mit der R2-Taste voll durchgedruckt. Also, wie gesagt, wenn so verrückte Leute so wie ich bin, Geländefahrt ja. Aber Rennen, glaube ich eher weniger. Aber fürs Gelände. Wow! Ja, Baby, jo! Jo! Fürs Gelände ist ja das geilste Auto. Ich meine, ich habe schon mehrere Geländewagen getestet, deswegen weiß ich, wie man in etwa umgeht mit den ganzen. Es ist nicht der erste Geländewagen. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, der hält schon relativ lang. Gegenüber den anderen. Der hält schon relativ lang. Muss ich sagen. Der hält sich schon relativ gut. Gut, wie gesagt, der Enis Helion Geländewagen fürs Gelände fahren ja. Fürs Gelände fahren ja. Fürs Tandrennen eher nein. Naja, weil es ein Geländewagen ist, Burschen. Ein Geländewagen wird immer schwächer sein. Da gibt es stärkere. So, jetzt bin ich gespannt, ob er den nimmt. Ich meine, er raucht und nebelt eh schon. Ja, also. Ah ja, er nimmt den. Haha!
Parkservice funktioniert auch, also bin ich schon begeistert. Gut, Freunde, das war mal auch schon ein Spezialvideo von mir. Ich wurde ja gebeten, geh, mach einmal das Fluch 07, mach einmal, oder Joker, mach einmal ein so Testvideo auch gekauft. Das ist ja wurscht, du hast jetzt über 20 Millionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, stimmt eh. Ich weiß eh momentan nicht, was ich mit meinem Geld mache. Nein, wirklich nicht. Man hat ja immer gerechnet, das Casino kostet die Welt. Ja. Ja. Wie gesagt, wer Geländewagen sucht, ist mit dem Auto bestens benannt. Kaufempfehlung. Nur wenn es ein Junkie bist, so wie ich, den Gelände fährt, ja, rüst einmal halt auf. Dann vielleicht geht er noch besser. Oh, ich habe nicht jetzt alles aufgerüstet, ich habe nur das Notwendigste aufgerüstet. Ja, aber wie gesagt, für Stuntrennen und so Sachen ist leider nicht. Gut, ich wurde dem Wunsch der Community, von meiner Community gerecht. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Geländewagen. Tschüssi, ciao.